even get to cross. Was geht YouTube? Ich bin wieder zurück für euch mit einem neuen Destiny-Video und da die letzte Folge des Wochenlohns bei euch richtig gut angekommen ist und ihr euch mehr davon gewünscht habt, gibt's hier die Folge Nummer 2. Ab geht's, wie gewohnt, erstmal der Dämmerungsstrike. Und zwar, was gab es diese Woche Schönes für mich? Wir schauen mal rein. Ich muss sagen, ab diesem Moment hat es meine Einstellung zum Dämmerungsstrike geändert. Den 291er Geist, davon mal abgesehen, aber... Was ist das denn? Wieso kriegt denn so ein Random so ein Teil, Mann? Ich will das auch haben, was ist denn das? So, ab geht's, jetzt hat mich die Motivation gepackt. Jede Woche dreimal Dämmerung, bis ich auch so ein Paket habe. Anzeige ist raus. Zweiter Dämmerung, was gibt's da Schönes? Ein Automatik, ein exotisches Automatik, die Surus-Regime in 310. Meinen Kollegen, den hat's etwas schlechter erwischt, der hat hier nur so einen komischen, oh, ich weiß nicht, wie man das Teil nennt, bekommen. Aber wir haben ja noch einen dritten Dämmerung und da könnte vielleicht ja so eine Kiste drin sein. Ich bin gespannt. Oh, ja, diese Woche leider nicht bekommen, aber Dämmerungsstrike. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Kommen wir nun zum Raid, die Totemphase. Was ich von hier bräuchte, wäre ein Geist. Alles über 314 wäre toll. Aber dann gibt's erstmal die Abrechnung von Mida. In 317 ist ganz gut, lässt sich sicherlich was mit infundieren. Und aufs Neue, der zweite Charakter, da ist der Geist. Die Hoffnung steigt, die Hoffnung steigt. Ich freue mich, erstmal eine 318er Mida und dann der Geist kommen. Aber alle guten Dinge sind natürlich drei. Ein freundliches Tänzchen vorher und es hat leider nichts gebracht. Es gab wieder eine Mida. Jawohl. So, schauen wir uns die mal an. Vielleicht ist sie ja in einem guten Lichtlevel und dann doch brauchbar. 313, nee, kann ich nirgendwo verwenden. Kommt weg. Der Kriegspriester war diese Woche als Challenge-Mode verfügbar und daher ist das Ganze ein bisschen spannender als sonst, denn sonst habe ich eigentlich nichts bekommen, außer halt den Challenge-Loot und da gab es die 13er MG und die 320er MG. So, schauen wir gleich mal, wo wir das rein infundieren können. Ich habe irgendwie übersehen, dass mein Schwert 307 ist und habe die 310er gelöscht. Das kommt davon, wenn man sich beeilt. Aber gut, die 320er MG, die können wir ja auch noch irgendwo reinballern. Zack, ist die Donnerlot auf 317. Bei meinem Jäger mal schauen, was es da Schönes gibt. Und zwar erstmal eine Normal-Mode MG und aus dem Challenge-Mode gibt es eine Jasmin und noch einen Normal-Mode-Raketenwerfer. Die Jasmin in 320, wie der Challenge-Mode ist, verspricht. Und ansonsten eine 300er MG und einen 310er Raketenwerfer. Die Artefakte, darauf bin ich mehr gespannt. Da ich den Nachtbürscher im PvP für mich entdeckt habe, suche ich Artefakte mit Disziplinstärke. Leider nicht so erfolgreich gewesen, aber wir haben ja noch den letzten Charakter. Mal schauen, was er so alles bekommt. Und zwar hier Widerstand von Jasmin im Normalmodus und ansonsten wieder eine 320er MG zum dritten Mal. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, da ich die schweren Waffen größtenteils auf 320 habe, brauche ich sie eh nur noch zum Infundieren. Und da passt es ganz gut, dann habe ich den Tilda auf 310 gemacht und mein normales leeres Schwert zu Ende gebracht auf 320. Nachdem ich den Golgoth ein bisschen rumgetasert habe, habe ich auch durchaus Loot aus ihm rausbekommen. Also vielleicht der Tipp an der Stelle, mal ruhig den Elektroschocker rauspacken. So, die Rüstung in 307 konnte ich hier zum Glück rein infundieren. Und dann die Schuhe in 318, eigentlich auch ganz nett. Also durchaus ein erfolgreicher Golgoth für meinen Warlock. So, mein Jagger, der braucht Disziplinstärke Sachen, wie bereits erwähnt. Mal schauen, was wir da so Schönes haben. Eine Rüstung in 300 ohne der Voraussetzung, weg damit. Und Schuhe in 314.
auch ohne, aber wir können es ja irgendwo rein infundieren, daher ganz in Ordnung. So, der Titan, der hat auch was Schönes bekommen, und zwar auch zwei Gegenstände. Ich weiß nicht, was mit Golgoroth diese Woche los war, er war richtig schön spendabel. 302er Handschuhe, ohne was Besonderes zum Nachladen, daher direkt weg, und dann gibt's die Schuhe mit Disziplinstärke natürlich, was sonst? Die Exokiste nach Golgoroth, ich sag immer wieder, es lohnt sich, diese zu holen. Ab und zu ist da doch ein Exotik drinne. Das ist super, meine Teamkameraden, wie ihr vielleicht unten gesehen habt, haben auch Exo bekommen. Es ist relativ selten, dass man da was bekommt, also nicht jede Woche, aber doch jede zweite, dritte Woche hatte ich da schon mal mein exotisches Item drinne. Ja, von drei Charakteren eins bekommen. Klar, zwei Charaktere am Stück hatte ich noch nie, aber es lohnt sich, wie schon erwähnt. Bei den Hexen, bei meinem Titanus Maximus Flaviosus, gab es einen Schlüpfer. Mal gucken, in welchem Lichtlevel. Da ich mein Eisenbanner-Ding hier am Hochziehen bin von 280, kommt mir der 315er Schlüpfer ganz gut. Kann ich hier rein infundieren und meinen momentanen mit 319 kann ich da auch noch reinballern, sodass das Ganze auf 319 ist. Da fehlt mir natürlich nur noch der 320er, damit das Ganze fertig ist. Ansonsten kommen wir zum nächsten Charakter. Der Jäger, der bräuchte natürlich auch so einen Umhang mit Disziplinstärke. Aber alles, was er bekommt, sind nur zwei Bruchstücke. Und nach dieser akrobatischen Glanzleistung gab es dennoch nichts, denn die Kiste der Pandora war bereits geschlossen. Beim dritten Charakter ist ein sehr mysteriöses Mysterium aufgetreten. Und zwar, als ich uploaden wollte, wusste ich nicht, wo mein Loot hin ist. Bei Oryx war ich diesmal nur einmal zu Besuch. Das hatte zwei Gründe. Einerseits lohnt es sich nicht wirklich den Aufwand für den Loot, also Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr seht hier, die Primärwaffe, die ich da bekommen habe, die ist in 307 und das Handtuch in 316. Okay, 316 ist ganz gut, aber die 307er Waffe für den Hardrate ist wirklich brauche ich nicht. Der zweite Grund war, meine Verbindung ist am Arsch. Ich weiß nicht, was los ist, ob es damit zusammenhängt, dass ich meinen Anbieter gekündigt habe und der mir jetzt irgendwie die Verbindung hier geteilt oder gekappt hat. Weiß ich, ich habe überhaupt nicht spielen können. Da habe ich auch eine Menge Clips aufgenommen für die nächste Top 5 Fails Folge. Da werdet ihr auch etwas von sehen. Und ansonsten kommen wir auch zum Schluss des Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann haut mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Destiny-Tipps, Tricks, Guides, Glitches und sonstiges verpassen wollt, abonnieren lohnt sich. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.